Gut, okay, für den Moment haben wir jetzt aber erstmal hier in den Räumen alles besorgt. Und damit können wir June jetzt kurzzeitig hier allein lassen. Den Kerzenständer hier einfach mal mitnehmen, mit den Streichhölzern kombinieren. Und damit haben wir jetzt eine wunderbare Kerze, die uns hier hinten den Raum erleuchtet, der natürlich absolut dunkel wäre. Ansonsten, wir würden nichts sehen. Wir wären so blind wie Maulwürfe. Moment. Bitte wieder den Schlüssel in die Hand nehmen. Dankeschön. Damit wir diese Schublade aufbekommen und auch diese Platte an uns nehmen können. Okay, so. Blub. So, Schublade genommen. Dann gehen wir hier zum Bett, nehmen den Vorhang. Brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber wir müssen ihn nehmen, weil ansonsten könnten wir das hier nicht triggern. So, jetzt geht nämlich die Kerze aus. Und dann können wir jetzt den Kerzenschlüssel quasi gesehen nehmen. Zu uns nehmen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wir machen nicht Om-Nom-Nom damit. Nein, nein, nein. Stattdessen schließen wir einfach nur diesen Schrank hier auf. Der natürlich absolut, also ich meine, ja, wir hätten ihn ja nicht kaputt schlagen können oder so. Das wäre ja das schöne Glas. Oh mein Gott, in einer Notsituation. Geht ja mal überhaupt nicht. Okay, so, dritte Platte. Und jetzt wird es nochmal interessant. Als ob es sonst nicht interessant wäre, Hering. Also, ich bitte euch, ich bitte dich, wir bitten uns alle. Wir bitten, das zu verzeihen. Hey, Jumpy, you got a minute? Santa had shown up out of nowhere and gave Jumpy no small start. Here, take this. Santa pulled something out of his pocket. It looked like a bookmark. It had a four-leaf clover in it. What is this? I found it in between some of the cushions on the sofa. Pretty sure it ain't gonna be any help to us, but I figured we might as well hang on to it anyway. Then why don't you hold onto it? Santa gave him a wry smile. You know what I hate most in the world? I got four things. Hope, faith, love, and luck. Hope, faith, love, and luck? Damn straight. And you hate these things. Yeah. You got a problem with that? Not really, but... So. Und jetzt erklärt Santa uns kurz die Bedeutung des vierblättrigen Kleeblatts, mehr oder weniger. Also, was war das? Hope, faith, love, and luck. Also, Hoffnung, Glaube, Liebe und Glück. Vier Dinge, die Santa auf den Tod nicht ausstehen kann. Wurde das in einem der bisherigen Enden thematisiert? Nein, wurde es nicht. Könnte das also irgendetwas mit dem jetzt folgenden Ende zu tun haben? Ja, unter Umständen. Huhuhu, wir lernen endlich und hoffentlich und ich glaube doch mit ziemlicher Sicherheit etwas über Santa. Gut, wir nehmen an der Stelle natürlich wieder das süße kleine Bücher, also das Lesezeichen eben. Und tun Santa damit einen riesengroßen Gefallen. Für all diejenigen, die sich die Texte nochmal so wirklich im Detail durchlesen wollen oder so, oder die sich wirklich alles nochmal vor Augen führen wollen übrigens, die können sich ja gerne das Let's Play nochmal an der betreffenden Stelle eben zu Beginn angucken. Frag mich jetzt aber nicht aus dem Stegreif, welcher Part das war oder so. Ansonsten glaube ich aber, dass die meisten von euch noch so einigermaßen im Bilde sind. Also was die einzelnen, ja, was das angeht, was die Leute da so sagen. Und ich versuche schon so einigermaßen die wichtigen Sachen für euch auch nochmal hervorzuheben. Also ich gebe mir da einigermaßen Mühe. Kann natürlich sein, dass ich ein paar Dinge vergesse. Oh, das ging schnell. Aber ich hoffe, dass ich das meiste trotzdem so irgendwie selber noch im Hinterkopf habe. So, okay. Hinter dem wunderschönen, kunstvollen Gemälde, der Kleckserei, dem was auch immer, finden wir den Mars-Schlüssel. Und Lotus erzählt uns jetzt noch von dem Experiment. Dem Experiment, das mit ja diesem Bild einfach zu tun hatte. Ihr wisst schon, diese Geschichte, die sie erzählt, dass das Ganze... Moment. Ja, was ist das? Ein Funyurimpa. Yes, of course. No, it's a dog. Maybe a dog? See, you've got the head here, and these are the front paws, and these are the back paws. Jumpy traced the black contours. Oh mein Gott, Jumpy ist so schlau! Unfassbar! See? Ah, I see it.
I guess you've got a point. Santa, despite his constant aloofness, was clearly impressed. Yeah. Jumpy glanced over at Lotus. She looked stunned. How did you know? You're right. I didn't think you would have been able to guess that. For a brief moment, Jumpy felt a swell of pride. Oh, wir sind so toll. So, now we know what it's a picture of, but I don't see how that helps us. Lotus nodded and began to speak. So, und jetzt erzählt er uns das Ganze mit der TV-Show, wo eben diese zwei Bilder irgendwie gezeigt wurden und so, und wo die einen Leute eben das sehen und die anderen Leute vielleicht das oder so. Und dann wurde in dieser TV-Show wohl irgendwie die Lösung zu dem Ganzen genannt und dann hat man Leute irgendwo anders befragt und so, und die wussten dann plötzlich auch zu einem gewissen Prozentsatz mehr die Lösung, und so, als ob sich dieses Wissen irgendwie auf eine seltsame telepathische Art in der Welt verteilt hätte oder so, obwohl das doch eigentlich gar nicht sein kann, weil die ganzen Menschen, die es jetzt auf einmal wussten, doch gar nicht so richtig mit Informationen gefüttert wurden. Behalten wir einfach mal im Hintergrund, im Gedächtnis, Morphogenetic Field als Bezeichnung für dieses Phänomen. Und ich glaube, der Typ, der das Ganze entwickelt, entworfen, sich ausgedacht hat oder was auch immer, der dieses Experiment geleitet hat, das war, der Typ heißt mit Nachnamen Sheldrake. Auch den Namen behalten wir einfach mal im Hintergrund. Im Hintergrund. Wir behalten so vieles im Hintergrund. Ich halte mich auch gerne im Hintergrund auf. So, good job, Jumpy. Wir haben Mars-Schlüssel, blub. You found it. Das ist schön. Jetzt gehen wir überall gucken. Wir finden nur eine Tür. Das ist toll. Wir sind in der Küche. Wir haben keinen Hunger, denn wir wollen immer noch fliehen. Das macht auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, sogar Sinn. So, jetzt studieren die Leutchen nochmal die Karte. Bringt uns aber nichts, weil wir keinen anderen Ausweg haben. So, Küche. Okay, Teller, ganz interessant, brauchen wir aber nicht. Ich kann noch nicht, auch wenn ich die Ziffer hierfür weiß, ich kann das Ding hier noch nicht öffnen. Denn wenn ich das versuche, it is an oven, my guess, we don't have... Ja, genau. Moment, was sagt Jumpy? These buttons are for entering a passcode. I shouldn't be messing around with this, unless I have at least some idea of what I should be entering. Ja. Warum wird das jetzt gemacht? Weil theoretisch wissen wir den Code ja. Ganz einfach, weil ansonsten, wenn wir da jetzt einfach den Code eingeben würden, um die Schlüsselkarte rauszuholen und den Raum zu verlassen, würden wir die komplette Szene im Kühlraum natürlich auslassen, überspringen. Und das wird von dem Spiel an der Stelle nicht erlaubt. So, jetzt haben wir hier einen Wetzstein, der ist super. Gehen wir mal hier rüber. Was haben wir hier? Jetzt haben wir hier ein rostiges Messer. Das ist wichtig, das ist schön, damit kann man viele tolle Dinge machen. Die Geschichte von der Vorhersage des Untergangs der Titanic, die kennen wir. Ob das Ganze jetzt so korrekt ist oder auch nicht, ob das bloßer Zufall war oder auch nicht, das sei mal dahingestellt. Oh, aber weil wir jetzt vorher anders geantwortet haben. For a moment, June looked very unhappy, more so than Jumpy thought was normal for such a discussion. But it lasted only a moment. With no apparent reason, she suddenly looked up at him, alarmed. But Jumpy, you said you believe in curses. Come on, that's totally different. Okay, so let's say, hypothetically, that automatic writing isn't a total load. These guys still couldn't have predicted the sinking of the Titanic. Der Meinung ist Jumpy ganz eindeutig. Seid ihr auch der Meinung? Oder auch nicht? Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ihr da damals geschrieben hattet. Ich glaube, die meisten von euch waren auch mehr so von da, blanker, bloßer Zufall und so. Wer denkt sich nur so ein Schmarrn aus? Da, das kann man überhaupt nicht vorhersagen und so. Sowas gibt's gar nicht, lalala. Aber ich glaube, ihr alle seid auch mehr so auf dem höchstwissenschaftlichen Trip. Na gut, an der Stelle, ich weiß nicht. Ja, kann sein, dass die Geschichte so im Endeffekt irgendwie stimmt, aber es ist halt schwierig, sowas 100 Jahre später zu überprüfen und so, ne? So richtige Fakten gibt es dazu jedenfalls irgendwie nicht. Gut, ja, genau. So, wir sind eingesperrt. Lotus ist rausgegangen. Santa, June und wir bibbern uns jetzt hier im Kühlraum einen ab.
Und wir sammeln jetzt hier ganz, ganz, ganz viele Sachen ein, um hoffentlich gleich aus diesem Raum wieder rauszukommen. So, das Seil, die Wasserflasche. Dann öffnen wir hier noch den Kühlschrank im Kühlschrank quasi. Nehmen das Trockeneis hier raus. Und irgendjemand sagt was dazu? Achso, ich glaube... Ah, Santa und June führen jetzt eine höchst wissenschaftliche Diskussion darüber, wie das jetzt mit Trockeneis und so weiter aussieht. Und das hier ist übrigens ein wichtiger Punkt, beziehungsweise das hier ist der Grund, warum ich beim letzten Mal ein falsches Ende erreicht habe. Oder das andere Ende, quasi gesehen, das Axtende. Ja, also das hier, darauf baut es gewissermaßen auf. Es lag jetzt nicht nur daran, zugegebenermaßen, aber... Es liegt eben auch daran, dass ich hier falsch geantwortet habe. Denn zwar wollen wir natürlich aus dem Gefrierschrank hier raus oder beziehungsweise aus dieser Gefrierkammer, aber an der Stelle sollten wir trotzdem nochmal nachhaken. Also wie gesagt, nur nochmal zum Verständnis. Es kam jetzt nicht zum Axtende, weil wir hier im Gefrierschrank waren. Es war nur mehr oder weniger die erste falsche Entscheidung, die ich getroffen hatte. Und daraufhin wusste das Spiel mehr oder weniger, aha, okay, das soll jetzt... ein bisschen in die Richtung gehen. Ich hätte immer noch andere Enden erreichen können hiernach. So ist es nicht. Aber wie gesagt, wenn man hier falsch antwortet, dann kommt man nicht zum wahren Ende. So, okay. Ausreichend ausschweifend erklärt, hoffe ich. I wonder why it doesn't turn into a liquid first. Ja, das finden wir jetzt an der Stelle extrem seltsam. It did seem rather odd to Jumpy, and he couldn't help but think about it. June answered. But it can turn into a liquid. Carbon dioxide turns to liquid if you put it under high enough pressure. But at one atmosphere... But it... Ist es eine 1? Ich weiß auch gerade sagt nicht, ich kann es nicht genau lesen. But one atmosphere normal air pressure... But it... What? Das, den Satz habe ich jetzt offen gesagt nicht verstanden. Egal. It won't turn into a liquid, right? That's right. Instead of melting, it'll do what's called sublimating and change immediately from a solid state to a gaseous one. See, that is weird. What is a liquid between 32 degrees and 212 degrees? So, why isn't that the case for carbon dioxide? June replied with an answer that stunned both of them. There's a kind of ice that doesn't turn into liquid when it goes above 32 degrees. I heard about it. Its melting point is 96 degrees. Ice with a melting point of 96 degrees? You mean there's water that freezes at 96 degrees? Yeah. Well... You could also look at it as ice that won't melt until it's 96 degrees. Water that freezes at 96 degrees? Ice that won't melt until it's 96 degrees? Jumpy was cold as hell, but this was too interesting to ignore. He did his best to warm up by rubbing his arms and stamping his feet, then put the question to June. So, what's this ice with a melting point of 96 degrees called? I heard it's called Ice 9. Ice 9? Originally, Ice 9 was a made-up substance invented by a science fiction author. Und ich glaube, damit bleibt das übrigens auch in Wirklichkeit. Also sprich, wenn ihr jetzt versucht, Ice 9 zu googeln oder so, ich glaube, es ist eine reine fiktive Sache. Dazu übrigens nochmal der Hinweis, dieses Spiel ist reine Fiktion. Aber der Autor des Spiels bedient sich gewisser Elemente. Gut, das nur nochmal so zur Erklärung. But recently scientists have discovered that such a substance actually exists. Wait, hold up. So, is this thing called Ice 9? Or is it water? Like I said... If the ice is over 96 degrees, it'll be liquid. If it's under that, it'll solidify. So you could think of it as a polymorph of H2O. Here, think of it like diamonds and graphite. They are both made of carbon, right? But depending on the structure of the crystallization, the hardness and structure are completely different.
So, you're saying normal water and this Ice-9 are like that? Yep. She wasn't finished.